Was geht ab, meine Freunde? Endzone wieder hier. Willkommen zu einem neuen Video. Der Verlierer in diesem SCB löscht seinen kompletten Verein zum Abschluss von FIFA 23. Ich habe mich wieder auf eine dumme Idee eingelassen, Freunde. Ein geiles SCB. Und als Gast zum ersten Mal auf meinem Kanal, Jeffrey, Bro. Jeffrey, was geht ab? Was geht, Digga? Freue mich, dass ich hier sein darf. Er kam gerade wieder an auf WhatsApp. Er schreibt, ja, lass Verein löschen. Ich sage, oha, übertreib nicht. Jetzt sind wir hier. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Wir machen das noch. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da dafür, dass wir das machen. Viel Spaß mit dem Video. Danke, dass ich dabei sein darf. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall heute Abend noch alle meine Sachen habe, oder? Bro, also es gibt keine Retro-Spieler mehr, ne? Den Verein sehen wir dann irgendwann am Ende oder wie der aussieht. Freunde, für dieses Video, 2000 Likes sind das Ziel. Pusht euch rein, lasst ein Abo mindestens da. Nicht mehr lange zu den 50k. Checkt auf jeden Fall Jeffrey ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Er hat neu mit YouTube angefangen, deswegen lasst das Support da. Ich glaube, ein, zwei Tagen hat er den Beifuss hochgeladen. Support das Ganze. Yes. Und ohne viel zu reden, könnt ihr auf jeden Fall reingehen. Okay, my friends, ich fange direkt an mit meinen drei Spielern. Was ihr vielleicht nicht wusstet, Jeffrey ist ein Ex-E-Sportler. Ich habe mich auf was eingelassen, ne? Also, ich sage euch ehrlich, heute werde ich Eier bewiesen. Cristiano Ronaldo muss natürlich mein Starspieler sein, damit du schon Bescheid wisst. Im Sturm Haaland, rechter Sturm, Dybala, rechter Flügel, Lionel Messi. Bro, ich bin so gut, Digga. Einfach ja, alle Bruder. Drei, Bruder. Du lügst. Alle drei, du lügst, Bro. Hä? Du bist so auf Obvious gegangen, Bruder, ne? Also gut. Hä, Bruder, Digga, soll ich jetzt mit Full Bronze Team spielen, oder was? Ich hab meinen Gala Cup gesehen, ich guck so hoch, Bruder, er ist ja, drei Meter Bruder. Groß. Alle drei soll ich jetzt rauspacken. Nein, nein, Bruder, ich hab Haaland, Mbappé, Götze, das heißt, du kannst Haaland rauspacken, Bronze rein und... Bruder, er hat mich verarscht, nein, ich dachte kurz, muss ich Nein, nein, Bruder. Er packt den Spieler rein, wir machen dann weiter, wenn er meine Spieler auswählt. So, ich halt jetzt rein, das sind die hier. Paar loste Sachen passiert, Jeffrey ist neu, ein bisschen in den YouTube-Game, deswegen drückt dein Auge zu. Du bist gut, Bro. Hier, linker Flügel. Guck mal, wenn du einen erwischt, Bro, wenn du einen erwischt, ich pack beide raus, okay? Nur okay. Einen erwischt. Ich schwöre, ich pack beide raus. Ja, okay. Ich hab Ginola und Götze. Ja, okay. Ich habe, wie man sieht, Messi und Rashford, Bruder. Ich bin obvious gegangen. Jawohl, Jungs, das läuft gut. Ich habe so Bock auf die EAFC-SBBs, Jungs. Das wird so geil. Also, es werden echt sehr viele Videos folgen. Mit Goldkarten, Digga. Mit Lust. Schön, mit Goldkarten. Das wird so geil. Und Jungs, ihr seid einfach die Besten. Komm, wenn du, genau du, jetzt gerade das YouTube-Video kommentiert hast oder geliked hast. Und deswegen gehen wir auf jeden Fall direkt weiter mit den nächsten Spielern. Und Bro, wie heißt der Spieler? Ich halte schon mal rein, okay? Also ich habe ja zwei Mittelfeldspieler, damit du weißt, ne? Welcher Spieler, Bro, hat einem anderen Spieler, ich glaube in der WM war das, eine Kopfnuss gegeben? Zidane. Ja, ich habe Zidane und Martial aufgeschrieben. Okay. Leider hast du, beziehungsweise leider für dich, für mich ist gut, keinen getroffen. Wir haben rechte ZM Marquisio, linke ZM mein Bruder Sergio Busquets. Ah, schade, Bro. Ich habe gar keinen getroffen. Gut für dich, schlecht für mich. Yes. Ey, ich habe so einen Pickel bekommen. Der Pickel ist einfach größer als mein Kopf. Das ist geil. Ich schwöre. Ich will ehrlich als Felscamp sehen. Nein. Schade, Digga. Weiter geht's. So, ich habe jetzt mich entschieden, wer sein könnte. Ich bin in dir drinne. Inshallah. No homo, mit Kopf meine ich. Full okay. Homo, Bro. Ey, warte. Nein. Du hast mir vorher nicht geglaubt, dass ich erst 19 Jahre alt bin. Ja, ich, Jungs, ich dachte, er wäre 23. Er sagt mir, er ist 19. Ja, ich dachte, er verarscht mich safe immer noch. Ich kann das noch nicht 100% glauben, nein, oder? Ich bin 19. Ich werde am 12. November 20. Und bei uns in der Gegend spricht man bei sowas von einem klassischen Passfälscher, Digga. Einer, nein, der unbedingt Profi werden wollte. Vater wollte unbedingt, dass du Profi wirst, Bruder. Hat gesagt, ja, come on, du bist... Profi, zu viel Chips gegessen, Bruder. Mit Profi wird weiß nicht mehr. Nicht, hier sind hier die drei Karten. Und linker, ich hoffe, ich habe Glück. Linker ZM Zidane, rechter ZM Marquisio. Du nimmst die Classics, Digga. Ja, ZOM, ich nehme Ronaldinho. By the Digga. By the way, Jungs, es sind keine Regeln, außer 30 Schienen und 3 Ligen, mehr nicht. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du keinen erwischt hast. Nein, gar keinen, Digga. Das Ding ist, ich dachte, du wirst Zidane nicht nehmen, weil du letztes Mal Zidane hattest und mit ihm dieses Tor gemacht hattest, weißt du? Bei unserem Buy First Guy. Und deswegen war ich mir sicher, dass du das nicht wieder machst, weil das zu obvious ist. Du nimmst wieder Zidane. Ich habe De Bruyne, Abedi Pelé und Kessier. Die drei habe ich auch geschrieben. Umgekehrte Psychologie, Bro. Weißt du, wie ich meine? Wir machen weiter mit den nächsten Positionen. Halbfinale, ne? El Grande, der Halbfinale. So, Friends. Boah, ich halte rein, Junge. Komm. Okay. Ich sage dir ehrlich, ich triff mindestens einen. Mindestens. Okay. Linksverteidiger, Captivia. Rechtsverteidiger,
Warte, wen hatte ich? Bin mir gerade nicht 100% sicher, warte. Klaus, der ist echt obvious. Egal, sag. Bruder, guck mal, wenn du das nächste Mal ein YouTube-Video aufnimmst, musst du dich bis, also musst du ein bisschen recherchieren. Also, ich kann nicht reden, Mann. Ich bin SBB-Master, Bruder, recherchieren. SBB-Master. Warum? Ja, Bruder, Linksverteidiger Kapitän, Rechtsverteidiger Klaus, weißt du? Ja, mal. Aber das war, Bruder, warum nimmst du auch die obviousen komplett? Das ist auch umgekehrte Psychologie, Bruder. Wieso spielst du die obviousen, Bruder? Mann. Ja, Bruder, ich bin müde, Land. Ich bin müde, Bruder. Was fragst du mir ab? Ja, sag zu mir, wieso nimmst du die obviousen? Wieso spielst du die obviousen, Bruder? Bruder, ich bin müde. Du verstehst doch nicht, Digga. Ja, Jeffrey, bester Mann. Deswegen noch zwei Bronzespieler. Schmeckt uns, ey. Aber wie gesagt, er ist E-Sportler. Es kann alles passieren im Spiel, ne? Okay. Linker Verteidiger. Boah, ich mache heute ehrlich ein bisschen umgekehrte Psychologie. Weil jetzt du denkst, dass ich bei dir Captivilla getroffen habe, dass ich ihn selber nicht spielen werde. Aber ich spiele Captivilla. Und Rechtsverteidiger spiele ich Jesus Navas. Digga, wer hast du Jesus Navas, Bruder? Ich habe Alaba und Carvajal, Bruder. Nimm doch Carvajal statt Jesus Navas wenigstens. Hast du Team vorher komplett schon gehabt? Ja, ja, klar, Bruder. Team war vorher. Okay. Ja, Bruder, weiß ich mal. Scammer hier. Lass euch jetzt auch noch was ändern, bevor du es nicht reinzeigst, soweit ich weiß. Wenn es chemietechnisch passt, Bro. Okay. Genau. Achso, okay. Aber ihr seht, bei mir bis jetzt Full Team, bei Jeffrey 3 Bronzekarten. Bruder, das warte ist hart, Bro. Freunde, wir sehen uns im Finale. Wir müssten jetzt irgendjemanden catchen. Ihr müsst mich unterstützen. Das wird sonst echt eine schlimme Sache werden. Wenn du meine catchst, wird es noch schlimmer, Bruder. Ich habe reingehalten. Du hast vorher schon auf der linken Verteidigerposition Alaba gesagt, aber ich habe in der IV. Neben Van Dijk, also Alaba Van Dijk, und im Tor habe ich Alisson. Ja! Wer hast du getroffen? Bruder, Alaba und Alisson, Bruder. Komm was rein, Bruder. Komm jetzt rein, Bruder. Komm jetzt rein, Bruder. Komm her, Bruder. Ich dachte so, oh nein. Ich habe gehört in meinem Ohr, wie du sagst, Alisson mit deinem Akzent, österreichischen Akzent, Land. Ich habe das gehört schon vorher. Und ich dachte auch, du bist wieder umgedreht mit Alaba, weil ich ihn vorher schon aufgeschrieben habe. Ich wusste, Bruder, alles gut. Bro, er trifft einfach von ab, Bruder. Drei Spielern zwei Stück, warte Bruder. Ab, jetzt wird's kriminell werden noch. Also Joker, also soll ich Stürmer im Tor spielen oder Torwart in der Verteidigung? Spiel lieber Torwart in der Verteidigung. Aber hast du schon, du hast bestimmt so oft SBBs gemacht, du hast so krasse Bronze, Bruder. Nein, oder, Bro, ich oder, hab wie ein Townsend, Bro. Was ist das für... Man weiß nicht. Sein Team heißt einfach NPC, Bro. Ich schwör, mein Gott. Sein Team heißt einfach NPC. Warum? Oh, Junge. Ich halt rein. Komm. Ich habe drei Spieler, Bruder. Also, wir fangen an. Ich muss erstmal hier kurz Dreamspot rauspacken. In Verteidigung mit meinem Bruder Ruben Dias. Kann sein, ist Quatsch. Du wirst niemals drauf kommen, eigentlich. Weil ich bin halt City-Fan, deswegen habe ich so solche Karten noch. Aber ich habe Ruben Dias einfach aus meinem Verein genommen. Zweite Karte. Kann sein, dumm, juckt mich nicht, wird funktionieren. Cordoba Abi. Was kann sein, du hast, aber egal. Und Torhüter haben wir... Ja, Bruder, geil. Kai Walker, Cordoba und Varan. Nice. Hä, niemals, Bruder. Nein, Spaß, Bruder. Ich habe Cordoba getroffen, aber... Ja, du hast die Obvious wieder genommen. Shit. Wen hast du noch aufgeschrieben? Dann habe ich aufgeschrieben Alisson und Konaté. Das heißt nur Cordoba raus. Oh. So sehen deine Teams aus. Wir gehen ins Spiel rein und das wird unnormal spannend, ne? Es geht nicht nur um dieses Team, es geht um den ganzen Verein. Bruder, alle noch nie sowas gemacht. Alles weg. Bruder, das muss krass werden. Okay, Freunde, wir sehen auf jeden Fall das Team von Jeffrey. Bruder, ich hab dich auseinandergenommen, ne? Vier bronze Spieler, ich hab zwei. Ja, du hast sogar Torwart. Ah, Junge, du hast Messi und Ronaldo, Bro. Tschüss. Ja, okay. Junge, man denkt jetzt, wer das ist ja unnormal teuer. Also, mein Team ist auch... Jetzt nicht mehr. Wir müssen eh gar vom Verein des Kartenland. Genau, ist egal, Bruder. Kann man auf Kacke hauen. Deswegen, der ganze Verein ist danach weg. Aber dein Verein, Bruder, ist auf jeden Fall krasser als meiner, Bruder. Ich habe noch über 20 Millionen auch an Coins und so. Wir müssen schlau sein mit den Bronzekarten. Ich habe hier Willi, mein Bruder Willi, der muss auf jeden Fall heute performen, sonst wird das schwer. Ich darf auch nicht vergessen, wer hier die Bronzekarten sind. Sonst wird es auch gefährlich. Oh, Bronze. Beide außer deine niemals. Beide außer deine Bronze. Ja, guck mal, Bruder. Ist das? Oh, geil, wichtig rum dir. Komm schon. Oha! Ah, nein! Ronaldo! Goal! Das war die Nummer 1. Nicht so. Krisch, mein Starspieler. Deswegen bist du da, Bruder. Nicht so, Bruder, nicht so. Kann man so lang für eine Flinte brauchen. Willi! Oh mein Gott! Kann sein, wäre kein Abseits sogar. Das wäre zu krass, wenn ich die mit Willi Tor drücke, müsstest du eigentlich direkt ganz Verein des Karten aus Prinzip. Schön.
Schau, wie schnell, Digga, was ist das? Bam! Oh, Digga, was? Hast du nicht gesehen? Mann, ich muss mich konzentrieren. Ja, ich müsste locker schon 2-0 machen. Ich muss 2-0 machen eigentlich. Ich mach Faxen vom Tor und so. Ich will nicht ganz weinen, das Karten, oder? Aber ich bin müde. Ich wusste, dass du das passt. Ich wusste es. Ey, Bruder, was ist das für ein Schuss, Digga? Er schießt. Nein, war nicht mal rot, aber er schießt so mit Außenriss, ganz komisch, aber so eine. Bruder, ich glaube, du bist Rocket League Sportler, Bruder. Machst du echt FIFA Sportler? Oha, jetzt hat er einen. Jetzt hat er. Nein! Nein! Schieß doch! Oh mein Gott, Bro! Das Spiel hat was gegen mich! Jetzt mit stehenden Kamera und so rein, er macht richtig ernst. Oh, ach komm, was denn? Digga, Anders Vegan ist ein Vorbild. Anders ist ein Vorbild. Gut, 2-0 nehme ich mit. Ich habe gesagt, du spuckst große Töne, Bruder, für nichts. Ja, aber ich check nicht. Ich will ein bisschen provozieren und so, weißt du? Aber hat nichts gebracht. Aber Bro, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Sagst du? Ja, Bruder, Eli Jello hat das gesagt. Deswegen mach ich jetzt ein Tor. Boah, hä? War ein krasses Tor! Hä? Ja! Er luft einfach, wie gespielt. Dumm, hä? Der war gut gespielt, Bro. Oder man denkt, ich hab Bronze-Torhüter und nicht du, Lan. Was ist das? Ich hab mich gerade unnormal gewundert. Mancher Warcam 94, Bruder. Einer Abseitsfalle, der denkt, der wird E-Sportler. Klassische. So wie Kanaken, die einmal drei, Bruder. Scheiß drauf. Die machen Hattrick in Kreisliga, Bruder. Die wollen echt direkt. Scouting-Turnier anmelden, Bruder. Hier, yeah, Bruder. Oh. Bro, morgen Rocket League zusammen. Echt? Was macht er? Hast du das gesehen? Yes, baby. Yes, yes, yes. Cristiano Ronaldo. Ja, Junge, mein Verein ist einfach weg. Hau rein. Du kannst echt jetzt schon mal eigentlich so Teams bauen gehen in FIFA 24, Bruder, irgendwie solche Sachen machen, ja. Jo, also für dich ist das Kapitel vorbei. So, Freunde, das war das Team und guck mal, ich habe im Verein eigentlich noch wirklich gute Sachen hier. Ja, es geht, nicht mehr so krasse Sachen. Ihr wisst, dass alles diskard wurde, aber allein die Spiele sind auch noch alles was wert. Ich hatte noch viele Sachen auf der Transferliste. Ja, geil, wo lösche ich den Verein? Einstellungen. Wie löscht man den Verein überhaupt? Oder frag mich nicht solche Sachen. Ja, sowas kenne ich nicht, Bruder. Sorry. Und sowas hättest du dich schon vor dem Spiel befassen können. Das war ja klar, was passieren wird. Man kann irgendwie den kompletten Verein gar nicht mehr löschen. Deswegen werde ich einfach alle teuren in der SBC packen und den Rest diskarte ich. Das Ding ist, ich habe keinen einzigen Spieler gekauft für dieses SBB, ne? Weißt du, was ich für ein Team genommen habe? Mein Main-Team einfach. Okay, von ihr seht, die Besten der Besten sind drin. Alaba, Ronaldinho, weißt du, die waren alle Trade, Bro. Der kostet 400, 500, ja. Ich hatte irgendwie 35 Millionen auf dem Account und ja, die ganzen SBB haben mich auf jeden Fall gekillt. Die besten habe ich auf jeden Fall abgegeben und ja, den Rest werde ich auf jeden Fall diskarten, Jungs. Und damit ist das Video auf jeden Fall beendet, Freunde. Ich werde jetzt alles diskarten, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber könnt mir da auf jeden Fall vertrauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Support das Ganze. Das war wirklich das allerletzte FIFA 23 Video, glaube ich. Support die EAFC-Videos, Tipps, Taktiken und so werden wieder kommen. Taktik-Videos, yes, sehr, sehr geil. Yes. Ansonsten, Freunde, checkt auf jeden Fall Jeffrey ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Wir sind auf jeden Fall beide raus für heute. Haut rein und ciao. Ciao.